Geschichte vom Prinz von Ägypten. Es ist eine sehr alte Geschichte, die sich vor langer, langer Zeit zutrug. Sie erzählt von Ängsten und von Sorgen, von Mühsal und von Plage. Und sie erzählt von einer wundersamen Rettung eines einzelnen Menschen sowie eines gesamten Volkes und von der Liebe Gottes zu seinem Volk. Damals zog Jakob, der von Gott den Namen Israel bekommen hatte, mit seinen 12 Söhnen und deren Familien nach Ägypten. In Ägypten herrschte damals Josef, der Lieblingssohn von Jakob, neben dem Pharao, dem König von Ägypten. Josef hatte durch Gottes Hilfe die Ägypter und alle Nachbarvölker vor einer schlimmen Hungersnot gerettet und regierte nun als zweitmächtigster Mann in Ägypten. Daher durften sich auch Jakob und die übrigen Söhne in Ägypten niederlassen. Die Jahre vergingen und nach 300 Jahren waren die Familien von Jakobs Söhnen zu einem großen Volk, den Israeliten, geworden. Sie lebten friedlich und glücklich zusammen mit den anderen Völkern in Ägypten. Kommt und erlebt, was sich vor 3400 Jahren ereignete und was noch immer gültig ist.
Doch dann brach eine schlimme Zeit für die Israeliten an. Es kam ein neuer Pharao an die Macht, der sich nicht mehr an Josef und die guten Taten, die er für Ägypten getan hatte, erinnerte. Dieser Pharao sah nur, dass die Israeliten zu einem großen Volk angewachsen waren, und er bekam Angst. Angst davor, dass die Israeliten ihm, den allmächtigen Pharao, gefährlich werden und ihn entmachten könnten. In seiner Angst um die Macht sah der Pharao nur einen Ausweg. Er verbot den Israeliten, frei in Ägypten zu leben, wie sie es seit 300 Jahren getan hatten, und machte sie zu Sklaven. Sie mussten nun unter schwerster Arbeit riesige Tempel und Gedenkstätten für die Ägypter bauen. Tag ein und Tag aus zogen die Unterjochten bei sengender Hitze und unter Peitschenhieben große Steinquader über den heißen Sand der Wüste, um die Bauwerke zu vollenden. Yeah.
Ihr könnt euch denken, wie verzweifelt die Israeliten waren. Wer konnte ihnen helfen? Woher sollte die Rettung kommen? In ihrer Not schrien sie zu Gott und flehten um die Erlösung aus der Sklaverei. Gott erhörte die Gebete seines Volkes und sprach durch seine Propheten, dass ein Erlöser geboren sei, um die Israeliten zu retten. Schon bald verbreitete sich diese frohe Botschaft durch das ganze Land und die Israeliten schöpften wieder Hoffnung. Doch nicht nur die Israeliten vernahmen die ermutigende Botschaft vom Erlöser. Auch die Wahrsager und Priester der Ägypter hörten von ihr und berichteten dem Pharao davon. Dessen Angst um den Verlust seiner Macht wurde nun noch größer und er fasste einen grausamen Plan, um zu verhindern, dass der von den Propheten angekündigte Erlöser die Israeliten retten könnte, befahl der Pharao, alle neugeborenen israelitischen Jungen zu töten. Er schickte seine Soldaten aus, die alle Babys aus den Häusern holten und umbrachten.
Welche Wehklagen erfüllte nun das Land? Welche Verzweiflung! Die Mütter versuchten ihre Kinder vor den ägyptischen Soldaten zu schützen, doch vergebens. Die Soldaten kannten kein Erbarmen. Einer einzigen Frau jedoch gelang es, ihr Neugeborenes zu verbergen. Die Frau hieß Jochebed und zusammen mit ihrer Tochter Miriam bestrich sie ein Binsenkörbchen mit schwarzem Teer, um es wasserdicht zu machen. Sie legten das Baby hinein und trugen es zum Ufer des Nils. Dort versteckten sie das Körbchen in dichten Schilf und nahmen Abschied von dem Kind. Mein Sohn, nur die Hoffnung geb ich dir, dass du überlebst und wir uns einmal wiedersehen, so Gott will.
we are not afraid. Although we know there's much to fear, we were moving mountains long before we knew we could. Oh yes, there can be miracles when you believe. Though hope is frail, it's hard to kill. Nicht lange nachdem Jochebed und Miriam das Körbchen im Schilf gelassen hatten, kam die Tochter des Pharaos zum Nil, um zu baden. Sie entdeckte das Binsenkörbchen und wies ihre Dienerin an, es ihr zu bringen. Als die Tochter des Pharaos den Deckel des Körbchens öffnete, fand sie ein weinendes Kind da drinnen. Sie bekam Mitleid mit ihm und beschloss, das Baby als ihr eigenes aufzuziehen. Sie nannte das Kind Mose. Das bedeutete, aus dem Wasser gezogen. So vergingen die Jahre und Mose wuchs zusammen mit dem Sohn des Pharaos im königlichen Palast zu einem jungen und stolzen Mann heran. Mondlicht, kalt und so vertraut im Sternenschein, was ich immer wollte. Süße Weihrauchdüfte, Säle nur aus Alabasterstein, was ich immer wollte. Hier ist mein Heim, hier mit Vater, Mutter, Bruder, die so stark und edel sind. Ich bin daheim, hier sind meine Sachen, hier gehöre ich auch hin. Und falls jemand das bezweifelt, dann irrt er sich darin. Ich bin ein stolzer Prinz Ägyptens, ein Sohn aus der Geschichte, wie man sieht, hier an jeder Wand. Das ist alles, was ich immer wollte. Alles, was ich wollte, was ich immer wollte.
heim, mein Sohn. Als der Fluss dich brachte, wollte er, dass es so sei. Hier sei dein Heim. Jetzt kennst du die Wahrheit, nun vergiss, sei sorgenfrei. Schenkt dein Gott dir seinen Segen, nimm und frage nicht dabei. Ich ein Wunder Gottes. Erinnert ihr euch noch, wie Jochebed Abschied von Mose nahm und Gott um seinen Schutz für ihn bat? Nun lebte Mose sicher und geborgen bei der Familie des Pharaos. Doch die Geschichte seiner Herkunft, die ihm seine ägyptische Mutter ihm offenbart hatte, bewegte ihn tief. Er hatte nicht gewusst, dass die versklavten Israeliten, die so schwer und hart für die Ägypter arbeiten mussten, sein Volk, seine Brüder und Schwestern waren. Er konnte nicht vergessen, dass auch er eigentlich ein Sklave war. Eine tiefe Trauer umfing ihn, als er mit ansehen musste, wie grausam die ägyptischen Sklavenaufseher mit seinem Volk umgingen. Die Trauer um sein Volk wurde zu einem lodernden Zorn, als eines Tages ein Ägypter einen israelitischen Sklaven auspeitschte. Mose sprang hinzu, um den Israeliten zu helfen, und in seinem Zorn und seiner Empörung über die schreckliche Behandlung des Sklaven schlug Mose den Aufseher tot. Nun war sein eigenes Leben in Gefahr, denn als der Pharao von diesem Vorfall hörte, wurde er zornig und gab den Befehl, Mose zu töten. Doch Gott hielt seine Hand schützend über Mose und Mose konnte vor den Soldaten des Pharaos in die Wüste entkommen, wo er bei der Familie des Priesters von Midian ein neues Zuhause fand. Ein kleiner Faden im Teppich kann, ganz egal wie schön er ist, nicht wissen, was der Schöpfer ihm im großen Muster noch beimisst. Und der Stein, der hoch auf dem Gipfel thront, auf dem Berg als Luftikus, glaubt er, dass er wichtiger wäre als ein Stein am Bergesfuß. Wie willst du denn deine Bestimmung sehen und deinen Wert verstehen? Mit den Augen der Menschen siehst du nichts, denn dein Leben kannst du, kannst es nur vom Himmel sehen. Ein Meer von Gold hier in Wüstensand kann dich nicht von Durst befreien. Und für das verirrte Schaf mag auch ein Hirtenjunge König sein. Wenn ein Mann verliert, was er gewann, hat er seinen Wert verloren. Fängt er nicht vielmehr ein neues und reineres Leben an? Wie willst du den Wert eines Menschen denn sehen? Zählt Größe, Reichtum, Kraft? Wie viel er gewann, wie viel er uns gab? Die Antwort bekommt nur der, der versucht auch zu verstehen. Sein Leben kann er vom Himmel sehen. Deshalb teilen wir alles hier mit dir, mag es auch sehr wenig sein. Gibt es so gut wie gar nichts, fällt uns doch meist etwas ein. Das Schicksal bläst jedem Mal ins Gesicht, manchmal trifft's uns voll und ganz. Und da du nicht weißt, wie's dir ergeht,
lerne mit uns diesen Tanz. Lerne mit uns diesen Tanz. Kannst du ihn verstehen? Was du siehst, danach darfst du niemals gehen. Vom Himmel musst du sehen. Leben kannst du, dein Leben kannst du. Du kannst es nur vom Himmel sehen. Vierzig Jahre lang lebte Mose im Land Midian. Und so geschah es, dass eines Tages ihm Gott erschien. Gott sprach zu Mose: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und habe die Klagen gehört. Daher bin ich gekommen, um mein Volk aus der Gewalt der Ägypter zu retten. Du, Mose, sollst nach Ägypten gehen, um mein Volk herauszuführen. Anfänglich wollte Mose nicht gehorchen, denn er kannte die Macht des Pharaos. Doch Gott zeigte Moses, dass er ein lebendiger Gott ist, der Wunder vollbringen kann, so dass sich Mose trotz seiner Ängste auf den Weg nach Ägypten machte. Als Mose zum Pharao kam und ihm mitteilte, dass ihm der Gott der Israeliten erschienen war, um sein Volk aus Ägypten herauszuführen, weigerte sich der Pharao.
die Israeliten ziehen zu lassen. Im Gegenteil, er bestrafte sie noch mit härterer Arbeit. Mose warnte dem Pharao davor, dass sein Gott nun gegen die Götter der Ägypter kämpfen würde. Doch der Pharao schickte Mose weg, weil er seinen Göttern und seiner Macht vertraute. Mein Bruder, wir haben gemeinsam Spaß gehabt. Ja, das war's, was ich wollte. Und ganz bestimmt bin ich, oh, glaube mir doch nur da, weil Gott mich zu dir schickt an seiner Stadt. Das war's bestimmt nicht, was ich wollte. Dies war mein Heim. All das Leid und die Zerstörung, oh, es quält mich fürchterlich. Und die Unschuldigen leiden, denn dein Starrsinn leitet dich. Du warst einst mein Bruder, warum willst du noch mehr Plagen sehen? Lass mein Volk doch gehen. Ich dich voller Hass hier stehen, war's das, was du wolltest? Nun soll mein Herz verhärten, was besser kommst denn, Mann, du wirst es sehen. Hier hilft nun kein Flehen, niemals lass ich dich und dein Volk gehen. So spricht der Herr.
Nachdem nun alle Götter Ägyptens zerstört und der Stolz des Pharaos zerbrochen war, durften die Israeliten endlich gehen. Im Herzen Hoffnung und ein Lied kaum zu verstehen. Nun ist uns nicht mehr bang, weil auch die Furcht uns nicht mehr stört. Wir versetzten Berge längst, doch konnten es nicht sehen. Es werden es werden Wunder.
Ja, das Wunder wurde wahr. Gott führte sein Volk aus der Sklaverei in die Freiheit. Damit das befreite Volk auch weiterhin in Freiheit leben konnte, gab er ihnen und der gesamten Menschheit durch Moses die 10 Gebote. Thank you.